Guten Morgen, hier ist der Talk bei FFH. Mein Wunsch ist ja, dass Sie von den Gästen sowas mitnehmen. Also mir geht's ja auch immer so bei den Gesprächen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute ganz besonders gut klappt. Und ich sage herzlich willkommen, Dr. Anne Fleck. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich sehr. Es ist ja Ihr Buch, worum es heute geht, Schlank und gesund, ist eigentlich im besten Sinne ein Ernährungsbuch. Absolut, es ist eben kein Diätbuch im eigentlichen Sinn und ich habe immer Sorge, dass wegen dieses irreführenden Titels Schlank, der zweite Titel ist ja auch und gesund, daran vorbeilaufen. Und vielen Menschen ist eben nicht bewusst, dass Schlanksein kein Gesundheitskriterium an sich ist. Manche Leute denken, ach, ich werde jetzt schlank mit Brot essen und Kuchen essen. Und vielen ist nicht bewusst, dass 30-40% der äußerlich schlanken Menschen sogenannte dünne Dicke sind, sogenannte Tofis. Das kommt aus dem Englischen von thin outside, fat inside. Und das bedeutet, dass die Menschen auch durch die falsche Zusammensetzung der Ernährung, durch schlechte Kaugewohnheiten oder ein ungesundes Darmmilieu, niedriggradige Entzündungen im Körper ausbrüten und die sind der Nährboden für Herzinfarkt, Schlaganfall, Insulinresistenz, Diabetes, Demenz und Krebs. Und dagegen will ich quasi den Menschen individuell an die Hand nehmen, so wie ein Hütehund, um ihm klarzumachen, was hilft dir am besten weiter und dass jeder die Ernährungsform findet, die ihm am besten bekommt. Mhm. Aufgefallen sind Sie mir, bevor ich das Buch gelesen habe, als erstes im Fernsehen bei den Ernährungsdocs, läuft ja im NDR. Und Sie haben wirklich eine unglaubliche Wirkung auf die Patienten, weil Sie so zugewandt sind. Ja, ich bin inselbegabt und da ist wirklich eine meiner absoluten Stärken. Ich wollte immer einen Beruf machen, der mit Menschen zu tun hat, also der dem Menschen zugewandt ist, der auch ein Handwerk ist, den man international ausüben kann. Und ich glaube, das spüren auch die Menschen, dass es mir nicht um Mediensachen geht, also das war auch niemals mein Wunsch, sondern dass es mir wirklich um die Sache geht und Nutzen zu schaffen. Und die Menschen da draußen sind so verunsichert. I'm still confused, but on a higher level, weil jede Schlagzeile erschlägt einen. Und das versuche ich mit dem Buch auch klar zu machen. Was ist der neueste Stand der Ernährungsforschung, um jedem das an die Hand zu geben? Was wirklich Stand der Ernährungsforschung ist, dann kann einem niemand mehr ein U vom A machen. Und das Zauberwort ist wirklich Ganzheitlichkeit, Zuwendungsmedizin, die das Individuum berücksichtigt. Die wird bei mir wirklich hochgeschrieben und ich freue mich natürlich riesig, wenn das auch so rüberkommt. Also Ihre Bücher haben wahnsinnig viel Erfolg. Schlank und gesund ist ein Bestseller geworden. Und jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, Ran an das Fett, was doppeldeutig zu verstehen ist und auch schon wieder ein Bestseller. Alle Infos dazu zu unserem heutigen Gast, zu den Büchern Dr. Anne Fleck natürlich in Ihrer App und im Web. Dr. Anne Fleck ist bei uns. Sie hat diesen Bestseller geschrieben, also nicht nur einen, Schlank und gesund, Ran an das Fett. Sie ist Ernährungsspezialistin, also sie beschäftigt sich schon über Jahrzehnte, wie Ernährung auf Krankheiten wirkt. Und es ist erstaunlich in der Sendung Ernährungsdocs, was sie da alles schaffen. Wo wirkt denn eine Umstellung der Ernährung besonders gut? Alles, was wirklich entzündlich ist, chronisch krank ist, also rheumatische Erkrankungen, MS, chronisch entzündliche Darmkrankheiten, also auch Erkrankungen, die durch unser Essverhalten, es rutscht ja auch durch den Magen-Darm-Trakt, ja, beeinflussbar sind, da spürt man wirklich, dass da viele Möglichkeiten sind. Und meine Heilmethode setzt ja darauf, die antientzündliche Ernährung, die Zelle als kleinste Einheit des Körpers heilt und den Darm als stärkstes Immunzentrum des Körpers auf gesund und schlank zu programmieren. Und wenn man das individuell zuschnitzt, also wann stehe ich auf, ich esse nur mit einem ehrlichen Hunger, ich lasse ausreichend Pausen zwischen den Mahlzeiten, ich setze schon das gesunde Frühstück als Spätstück ein, also nicht mehr zu früh essen, sondern nur, wenn man wirklich einen echten Hunger hat, auch mit gutem Fett, also ja, bloß nicht an den Fetten sparen, sondern ran an das Fett, denn dann kann man wirklich Tore zu einer Heilung aufstoßen. Und wenn man dann noch die Seele nicht unberücksichtigt lässt,
dann ist wirklich eine neue Dimension der Gesundheit möglich. Und dafür kämpfe ich auch und dafür hoffe ich so sehr, dass sich auch gesundheitspolitisch was ändert, weil diese Art der Medizin, die Zeit und Zuwendung in den Menschen investiert, die ist ja gar nicht abgebildet. Ja, das ist ein Problem, was wir wahrscheinlich auch noch ansprechen werden. Ich habe schon erwähnt, Sie sind so unglaublich zugewandt zu den Patienten. War das schon immer ein Wunsch, Ärztin zu werden, auch schon als Kind? Als Kind, ich bin sehr kreativ veranlagt. Also als Kind wollte ich eher Maler werden. Ja. Habe wirklich immer Bilder gemalt, interessanterweise Menschen gemalt. Meine Schwester ist Architektin und hat immer Häuser gemalt. Ist auch ganz interessant. Und bei mir kam das in der Tat erst in der Zeit vorm Abitur, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Beruf haben, den ich international ausüben kann, der zeitlos ist und der unbedingt was mit Menschen zu tun hat. Und da kam ich wirklich bei Medizin raus. Dr. Anne Fleck ist heute unser Gast im Talk bei Hitradio FFH. Hey Fonsi. Radio FFH am Sonntag mit dem Talk. Am wichtigsten sind Zeit und Zuwendung in der Medizin, hat Fernsehärztin und Bestseller-Autorin Dr. Anne Fleck ja gerade gesagt. Ist es aber nicht gerade das, was beim Arzt oft zu kurz kommt, oder sehe ich das zu negativ? Nein, das sehen Sie leider realistisch. Richtig. Und der Arzt, der auch wirklich dem Patienten Zeit geben will, und die meisten oder alle Ärzte wollen das ja eigentlich auch, aber wir werden durch das System, wie es jetzt ist, in ein Zeitkorsett geschnürt, was einem die Luft zum Atmen nimmt und was einen auch teilweise in existenziellen Druck bringen kann. Und die Ernährung ist da einfach auch so eine softe Sache, die bringt ja auch nicht so das Geld. Also damit wurde ich auch schon vor über 10 Jahren auch schon konfrontiert in Krankenhäusern, dass man mir gesagt hat, na Sie mit Ihrer Ernährung, was soll man denn damit anfangen? Ah, ja. Das ist so schade, dass das, was den Menschen eigentlich hilft, oft nicht so honoriert wird. Mhm. Sie sind Ärztin aus Berufung, das spürt man. Sie sind aber auch sehr talentiert, was das Malen betrifft. Und es war schon früh als Kind, hat man Ihre Talente erkannt. Ich habe mal im Alter von 6 kam die Lehrerin in die Klasse und sagte, malt mal was zum Thema Post und hat die Bilder eingesammelt. Und da gab es damals einen Wettbewerb, einen Malwettbewerb von der Deutschen Post. Und da wurde ich irgendwie erst Kreissieger, dann Landessieger und dann nachher auf Bundesebene ausgezeichnet mit der Goldmedaille. Da haben über 150.000 Kinder mitgemacht. Ich war 6 Jahre alt und Kurt Gescheidle überreichte mir ein Sparbuch mit 300 D-Mark. Yeah. Und Janosch hat mir die Goldmedaille, die Goldurkunde überreicht und meinte, du kannst wirklich malen. Deswegen hatte ich diese Idee sehr lange mit dem Malen im Kopf. Und das ist wirklich mein liebster Ausgleich mit der Natur und mit Kochen. Und das Schöne ist ja, dass Sie in der Fernsehsendung, die Fernsehdocs, das ja auch benutzen. Wie? Weil sie malt immer alles so schön auf und es bleibt dann so lange haften. Das verrät uns Dr. Anne Fleck heute noch im Talk. Genau, hello, hello. Einen schönen Sonntag. Hier sind wir am Sonntag, der Talk mit Gesundheitscoach Dr. Anne Fleck. Sie hat mit Schlank und Gesund einen wichtigen Bestseller geschrieben, der den Stand der Forschung gut auf den Punkt bringt. Eigentlich wollte sie ja Malerin werden. Es wird aber auch heute noch ziemlich viel in der Praxis gezeichnet. Ich merke, das kommt viel, viel besser an. Die Menschen kommen viel besser mit dem Gemalten klar, als mit irgendwelchen so zusammengetackten Seiten, die eng beschriftet sind. Ja, das ist sinnlicher. Das erreicht uns, glaube ich, schneller und intensiver. Ja, und weil ich auch, bei mir bekommt niemand ein Gießkannenprinzip in der Sprechstunde. Das heißt, jeder wird individuell anders behandelt. Und so entwickelt sich ja auch aus diesem gemeinschaftlichen Gespräch das, was zu dem Menschen passt. Und oft ist es so, dass in Ernährungsberatung, wir haben ja da auch einen Bildwuchs, also der Zuhörer kann sich auch nach unserem Interview einem Pflaster an die Klingel kleben und sich Ernährungsberater nennen. Die kriegen dann irgendwie so bam, 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 bam. Ja. Und mach mal so. Und das wird den Leuten nicht gerecht. Und ich habe Leute, heute kamen welche aus Köln, aus München, aus der Schweiz, von ganz weit her, völlig verzweifelt und überfordert. Und die gucken sich dann manchmal so mit einem Partner oder die meistens auch dabei sind an und sagen, das ist jetzt, wollen wir es so einfach machen? Und ich sage dann, ja, also es soll auch einfach sein. Ja. Das Leben ist auch zu kurz, um sich jetzt mit Dogmen herumzuschlagen. Also ich bedauere auch immer Menschen,
die von Jahr zu Jahr, von Diät zu Diät hecheln, gerade Frauen. Und das macht auch krank. Also darum geht es in dem Buch Schlank und Gesund, wo ja das Thema Verhalten oder manche Leute essen ja auch, um Gefühle abzubinden, wie Mondamin oder wie ein Soßenbänder, ja. Gefühle wie Leere, Trauer, Langeweile, Frust. Und da einfach mal hinhören, wie ist der Film zum Film, was macht mich gesund, was macht mich krank, wie schlafe ich, wie gehe ich mit dem Leben um, wie dankbar bin ich. All darum geht es, so ein Aufbruch zum Gesundwerden ganzheitlich. Und das ist auch das Schöne, dass es so keine Dogmen bei Ihnen gibt. Intervallfasten, das, also ich kenne so viele, ich habe selber schon probiert, die das ja auch teilweise mit Erfolg machen. Aber es ist nicht für jeden geeignet. Warum nicht? Das erklärt uns gleich unser heutiger Gast, Dr. Anne Fleck. Die Stars schwören drauf, viele meiner Kollegen schwören auch drauf, Intervallfasten, also möglichst lange Pausen zwischen den Mahlzeiten, vielleicht sogar mal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Dr. Anne Fleck, es ist jetzt traurig, das zu sagen, aber Sie sagen, es ist nicht für jeden gut. Das Fasten in Teilzeit, nenne ich es jetzt mal, so 12 Stunden über Nacht Pause halten, das ist für jedermann nicht schlecht. Jemand, der Migräne hat, jemand, der Reflux hat oder Gallensteinleiden, der tut sich mit zu langen Intervallfastenpausen überhaupt keinen Gefallen. Dem geht's eher schlechter. Das meine ich damit, dass das Thema einer qualifizierten ernährungsmedizinischen internistischen Beratung, das ist nicht einfach. Oh ja. Und deswegen mal über Nacht eine Pause lassen, also zwischen Abendessen, und deswegen nenne ich das Frühstück nicht mehr Frühstück, sondern Spätstück. Das passt ja auch wahnsinnig gut jetzt so zum Sonntag, Spätstück. Da frühstückt man ja auch ein bisschen später, und ich finde, das sind auch so, das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand. Also da kann der Körper einfach mal sich erholen, reinigen, und da ist ja wieder der Darm ein großes Thema, der ja immer wieder dessen große Rolle beschworen wird. Weil wenn wir diese Pause über Nacht einhalten und auch abends möglichst keine Rohkost essen, also kein Obst oder Salat, das vertragen die wenigsten, dann kommt der Darm in einen Prozess oder die Zellen des Körpers in eine Müllabfuhr. Ja. Die nennt sich Autophagie, das wurde auch vor wenigen Jahren mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, dass sich die Zelle von dem eigenen Zellschrott befreit. Und das tut sie aber nur, wenn sie mal zur Ruhe kommt und auch wenn der Darm nicht wieder vollgetankt wird mit Essen oder wieder ein neuer Blutzuckerreiz gesetzt wird. Eigentlich eine wunderbare, ne? Also ich will nur ganz kurz, das ist eine wunderbare Einrichtung. Ja, und das ist einfach sensationell. Nur man muss die Zelle auch mal machen lassen. Ja. Den meisten Menschen ist nämlich nicht bewusst, dass auch diese wiederholten Blutzuckerreiz, also die Häufigkeit des Essens, auch ein Problem ist. Die trinken morgens einen Milchkaffee, eine Stunde später wieder einen Milchkaffee, dann lutschen sie zwischendurch einen Hustenbonbon gegen schlechten Atem, dann essen sie ein Brötchen, dann gehen sie in die Kantine, dann mittags hat man nochmal eine Handvoll kleine Süßigkeiten, Schweinereien in der Hand, und so kommen manche Leute auf manchmal bis zu 15, 18 Mahlzeitenfrequenzen am Tag. Und das sind unglaubliche Zuckerreize. Deswegen, wenn man jetzt auch mal Lust hat auf was Süßes, so eine kleine Handvoll oder dunkle Schokolade ist ja auch was gar nicht so schlimm ist, wenn man das eingrenzt. Am besten immer direkt nach einer Hauptmahlzeit, um die Blutzuckerreize nicht so oft zu setzen. Ja, manchmal ist es hart, die Wahrheit zu hören. Aber Autophagie, also kannte ich vorher auch nicht, haben wir was dazugelernt gemeinsam. Wir haben quasi die Fähigkeit, einen Selbstreinigungsprozess, der innere Sperrmüll in jedem von uns. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Wir essen uns krank. Zu diesem leider traurigen Ergebnis kommt Dr. Anne Fleck in ihrer Praxis. Immer mehr Kinder, ganz kleine zum Teil, haben schon Diabetes, leiden unter starkem Übergewicht. Deshalb ihr Tipp, die 3 Ws beim Essen. Die machen nämlich langfristig gesund und schlank. Also wie, wann und was. Wie haben wir schon gehört, wir müssen gut kauen, das Essen, ganz, ganz wichtig. Wann Pausen machen, was haben wir noch nicht. Was sagt die Stand der Forschung? Gut ist ballaststoffreiches Essen, was zum Beispiel erstmal den Magen füllt. Weil der Magen ist wie ein Autotank, der will gefüllt sein. Also zum Beispiel mit Blattgemüse, mit Salaten, bevorzugt mittags, zuckerarmen Obst. Ja. Dann mit gutem Fett.
die Fette nicht verteufeln. Das Fettarm-Dogma, was auf einer nie bewiesenen Hypothese beruht, hat die Menschen wirklich in diese Krankheiten, vor allem Übergewicht und Demenz gestürzt. Oh, das ist ja so schrecklich eigentlich, ja. Weil dadurch kam ja auch viel Zucker und kohlenhydratdichte Ernährung auf den Teller. Das heißt, gutes Fett, wenn man dann zum Beispiel am Frühstück bereits Kohlenhydrate aus Brotnudeln, Reis oder Brötchen und Getreidebrei oder Müsli spart und bereits zum Frühstück anfängt mit gutem Fett, zum Beispiel aus Leinöl, bisschen Weizenkeimöl mit entweder Joghurt oder mit Samen. Das kriegt man inzwischen überall. Und Leinsamen, dieser bescheidene Alleskönner, wenn man den morgens ein bisschen fein mahlt und dann ein bisschen Mandeln, Nüsse reinmacht, Wasser oder Milch dazu oder Milchersatz dazu, viele Nüsse, Mandeln, Samen, eine Handvoll Beeren oder Obst, was man mag. Und dann wirklich so 2-3 Esslöffel Öl drüber, also aus Omega geschützt hergestelltem Leinöl, das ich ja empfehle, nicht unbedingt nur aus dem Regal zu kaufen, sondern am besten direkt von einem Produzenten, damit es eben nicht ewig lang in einem warmen Regal steht. Dann hat man schon zum Frühstück die Kombination aus Eiweiß und Fett getankt, einem Ansatz, der in der Fettforschung auch 1979 zum Nobelpreis nominiert war, weil sich die Omega-3-Fette und Eiweiß so gut verstehen. Damit remodeln wir, renovieren wir die Zellen, und wenn Sie dann noch ein paar Flohsamenschalen dazu machen, dann kriegen die guten Darmbakterien das beste Futter, die Delikatessen. Das ist also die anti-entzündliche perfekte Rakete zum Spätstück. Spätstück, später essen. Also nicht, muss nicht unbedingt Frühstück sein. Wenn Sie jetzt denken, oh Gott, wo kriege ich das alles her? Leinöl, Flohsamen. Also das Erstaunliche ist, ich war auch ganz überrascht, das kriegt man mittlerweile in fast jedem Supermarkt. Neu bei Hitradio FFH. Ernährung, also es ist ja im Moment das Top-Thema überall. Jeder will sich richtig ernähren, dass er gesund bleibt, auch sein Wohlfühlgewicht bekommt oder behält. Mein heutiger Gast, das finde ich richtig klasse, hat da eine sehr einfache Methode. Und das Schöne bei Dr. Anne Fleck ist, sie machen kein schlechtes Gewissen, was wirklich sehr, sehr gut ist, gehen das Ganze sehr entspannt an. Aber auch bei Ihnen, es finden sich dann so Gemeinsamkeiten, die Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate, da muss man schon aufpassen, auch bei Ihnen. Die Kohlenhydrate, Brotnudeln, Reis, Kartoffeln, Leute, die muss man sich verdienen in Abhängigkeit von der Bewegung. So sagt's auch die moderne Ernährungsforschung. Wer also nur sitzt, ich bin ja auch so ein Sitztäter. Ja, es geht ja manchmal dann auch gar nicht anders, ne? Ja. Richtig. Durch die Arbeit. Weil wir sitzen ja jetzt auch. Ja. Und ja, genau. Und da einfach ein bisschen achtsam sein. Deswegen, wenn man schon zum Frühstück, wie in diesem Beispiel, dem Doc Fleck Frühstück, diese Kohlenhydrate einspart, dann fällt es auch nicht so ins Gewicht, wenn man ab und zu mal abends doch noch mal ein Brot isst. Aber den wenigsten ist bewusst, dass diese Kombination aus Kohlenhydraten und Fett, also zum Beispiel Brot mit Käse und Wurst, ja, die Kohlenhydrate schließen die Zelle auf und drücken alles in die Zelle rein. Und die Fette, die sind eigentlich der Makronährstoff, der die Zelle auch mal wieder in die umgekehrte Richtung aufstößt, weil sie keinen Blutzuckerreiz setzt. Deswegen, man kann ja auch mal gern Käse oder Wurst oder Oliven oder fette Lebensmittel, Avocados, Nüsse, Mandeln, Samen essen, aber nicht so viel in Kombination mit Brot, und da einfach so die individuelle Dosis rausfinden. Und auch das Tiefkühlgemüse und was wir da auch jetzt heute in den breiten Supermärkten haben. Nicht jeder hat den Luxus, Zeit im Wochenmarkt gemütlich spazieren zu gehen mit einem Korb und da genüsslich alles einzeln auszuwählen. Das findet man in einer sehr guten Qualität flächendeckend in unserem Land. Und es muss auch nicht alles Bio sein. Man muss es aber gut abwaschen können und sollen. Also da ist die Einfachheit zu spüren. Wenn man das nachlesen will in Ihren Büchern, da haben wir alle Informationen auf ffh.de für Sie bereit. Einen schönen Sonntag, hier ist Hitradio FFH. Silvia am Sonntag. Heute geht es ja bei uns um Ernährung. Also fassen wir mal ganz kurz ein paar Dinge zusammen. Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Vorsicht, Vorsicht bei Zucker. Achten, was man zusammen isst. Ein bisschen Pausen lassen zwischen den Essen, vielleicht dann auch die Nacht nutzen, also dann eher später frühstücken. Und im Buch kann man ja lesen, wenn man diese Dinge beachtet, dann kommt dieses Schlanksein ganz von Automat, ganz automatisch. Das kommt von selbst, aber nochmal, ich möchte dem Zuhörer klar machen, schlank ist niemals ein Ziel. Also es gibt ja Leute, die essen ein bisschen Brot, die essen ganz wenig und die sind ganz schlank.
Aber die sind auch, oder die genießen viele Eiweißshakes mit Süßungsmitteln. Damit macht man auch seine Darmbakterien schlapp. Ja. Das heißt, schlank ist niemals ein Ziel. Mhm. Weil diese niedriggradigen Entzündungen, die haben dann doch was damit zu tun, was wir uns auf den Teller machen, ob da gute Fette dabei sind. Und dieses nebenbei abnehmen und sich besser gefühlen und auch wirklich gesundheitlich merkliche Veränderungen schaffen, das macht dann Spaß. Ich habe es wirklich probiert, weil ich muss ja auch wissen, wen ich da meinen Hörern vorstelle. Es ist wirklich, es funktioniert. Und insbesondere am Abend, also bei mir war es immer so, wenn ich viel Brote esse, also Brot hat mich irgendwie nie satt gemacht. Esse ich aber jetzt, was weiß ich, Avocado oder esse ich Fisch mit Gemüse, da bin ich länger satt und habe auch keinen Heißhunger. Weil, also wenn die Menschen Heißhunger haben, dann sage ich immer, Leute, überlegt, was habt ihr vorher gegessen? Heißhunger ist auch ein Symptom. Klar kann es auch ein Frühzeichen von Diabetes sein. Das gilt es mit dem Hausarzt auszuschließen. Aber ist nicht selten eine Reaktion auf, was man vorher gegessen hat. Je kohlenhydratdichter das Essen ist, ob das jetzt eine Zuckerschnecke ist, ob das Teilchen sind, ob das ein Brot ist, die Kohlenhydrate haben den größten Blutzuckerreiz. Blutzucker wird ausgestoßen, Insulin wird hervorgekitzelt. Das senkt den Blutzuckerspiegel oft zu schnell und zu tief. Mhm. Und dann werden wir zittrig und bekommen Heißhunger. Und die Makronährstoffe Eiweiß und vor allen Dingen das Fett, die machen quasi kaum einen Blutzuckerreiz. Ah, deshalb, ja. Vor allen Dingen das Fett. Und deswegen sind wir eben auch lange satt. Ja. So einfach ist das. Und ich hätte es wirklich nicht vermutet. Ich liebe Süßes. Ich liebe Kuchen, Schokolade. Aber wenn man mal so eine Zeit lang auf Zucker verzichtet, dann ist dieses Verlangen gar nicht mehr so groß. Silvia am Sonntag mit Dr. Anne Fleck, Ernährungsexpertin, sagt, sich unter Druck setzen macht krank. Also deshalb, das gefällt mir auch so an ihrem Buch, genießt das Essen, weil es hat ja gar keinen Sinn. Essen ist ja sowas Tolles, Sinnliches, also das müssen wir genießen. Und wir sollen einfach nur ein paar Dinge beachten dabei. Kann man alles auch nochmal nachher im Podcast sich anhören oder in ihren Büchern nachlesen. Und das Tolle, dass diese ganzen Sachen, ob es Leinsamen sind, Leinöl alles, was wir angesprochen haben, gibt es ja mittlerweile in fast jedem Supermarkt. Richtig, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich war vor einer Woche wirklich tiefst beeindruckt und habe wirklich gedacht, jetzt ist es wirklich in der Breite angekommen und das freut mich ungemein. Und das ist ja auch das, wofür ich die Zuhörer ermutigen will. Gesundheit muss nicht teuer sein und Gesundheit beginnt auch im Kopf, im Herzen und im Kochtopf und auch genau in dieser Reihenfolge. Haben Sie eigentlich als Ärztin eine Lieblingsarztserie, so als Serie oder im Fernsehen? Also zur Lieblingsarztserie, da kam ich sehr, sehr spät dazu. Ich bekam mal eine DVD geschenkt von Grey's Anatomy und die lag bei mir jahrelang rum. Dachte, ich gucke mir doch jetzt nicht noch eine Arztserie in meiner Freizeit. Und dann habe ich mir sie wirklich mal angeschaut und war insofern beeindruckt, dass was, klar, dieses ganze Techtelmechtel drumherum, das mal ausgeklammert und die manchmal schon sehr übertrieben spektakulären Fälle, aber das war schon diese professionelle, leistungsbereite Sache, die da durchgeschimmert hat und was dort medizinisch erzählt wurde, hatte Hand und Fuß. Ich habe aber auch schon auch mal irgendwie was gesehen, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie schlecht sind die denn medizinisch beraten? Also man sieht dann quasi ein Röntgenbild und das hat mit dem Krankheitsbild von dem Menschen, der da im Bett liegt, nichts zu tun. Ah, ja. Also ja. Ich kenne auch nur ein bisschen Grey's Anatomy. Es ist unterhaltsam, es ist spannend und es ist medizinisch kein Quatsch. Das ist schon mal wichtig. Also das war ja mal ein Urteil einer Fachfrau. Silvia am Sonntag, der Talk. Silvia am Sonntag mit Dr. Anne Fleck. Ernährung ist das hauptsächliche Thema von Ihnen, aber Ihnen liegen auch besonders die Kollegen von den Notaufnahmen im Herzen. Gerade heute werden da wieder viele Hilfe suchen. Also, weil ich war selber 5 Jahre auch in leitender Funktion in einer universitären Notaufnahme und es ist erschreckend, wie teilweise lebensbedrohliche Fälle
sogar in Lebensnot noch, Lebensgefahr noch eher kommen, weil die Notaufnahme blockiert ist und ich merke, dass wir Ärzte dadurch immer mehr in Not kommen und unter Umständen dadurch ein Patient in Gefahr gerät, weil zu viele Leute diese Notaufnahme als Hausarztersatz nutzen und das darf bitte nicht sein. Dr. Anne Fleck, ja, also vielen, vielen Dank dafür und natürlich für die tollen Ratschläge, was wir alles mit einer vielleicht kleinen Ernährungsumstellung für unsere Gesundheit tun können. Mit dem Erfolg Ihrer Bücher haben Sie, glaube ich, selber nicht wirklich gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil es ist auch Lesearbeit. Es ist nicht so ein oberflächliches Hex-Hex-Buch, sondern es will eigentlich das Buch sein, um möglichst lange, ich sage immer in der Praxis, knusprig um die Ecke zu biegen. Oh, sehr schön. Dann bleiben wir alle knusprig und alles Gute für Sie und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich auch für die Wertschätzung. Vielen, vielen Dank.